Einen wunderschönen guten Mahlzeit zusammen. Kommt zurück bei LES und einer weiteren Folge vom Let's Play von Sons of Followers. Ja, wir werden heute fortfahren. Guck mal, hier sind schon die Fischis getrocknet. Wunderbar. Die kriegen dann langsam so eine kackbraune Farbe, ey. Und ja, wir sind dabei. Ich möchte ja mal gerne die moderne Axt testen. Wir sind dabei, jetzt die Story ein bisschen, in der Story ein bisschen Fortschritt zu erzielen. Denn wir haben diese kleine bescheidene Hütte gebaut. Die scheiß Vogelhäuser sehen einfach aus wie Satellitenanlagen, ey. Also hätten wir einen Fernseher, dann könnten wir da drin jetzt auf jeden Fall NBC empfangen. Aber das soll jetzt nicht mehr Thema sein. Das Bauen haben wir, Kapitel Bauen haben wir im Prinzip abgeschlossen. Wir werden fortfahren mit Rottenfisch. Ja, das kommt davon, wenn man die Scheiße nicht isst. Wunderbar. Fängt gut los, die Folge. Ja, mit irgendwelchen Zielen und Story und so weiter. Wir essen nochmal das hier eben. Und dann will ich nochmal eben... Warte mal. Wir speichern mal eben nochmal, bevor wir losziehen. Ich will auf jeden Fall gleich einmal kurz die Axt testen. Wir machen die mal auf 3 jetzt einfach, weil wir haben ja sowieso noch nicht viele. Achso, warte mal. Nee, mach mal auf 3 den Bogen. Wo ist der scheiß Bogen? Da. Ja, Pfeile haben wir eh noch nicht, aber ist ja egal. Machen wir die Axt auf 4. Ich will die mal gleich gerne testen. Ich vermute fast, die geht halt übel ab beim Abholzen. Wir nehmen hier jetzt den Dried Fish mit. Ja, das ist nämlich auf jeden Fall die bessere Alternative als den Raw Fish. Weil der Dried Fish, der wird uns nicht mehr verschimmeln. So, brauchen wir denn mal ein good looking Bäumchen. Das war mal eben, boah, da ist die moderne Axt hier. Wegfällen können. Ja, okay. Oder? Geht schneller, oder? Ja, oh, safe. Krass, Mann. Wow, okay. Okay. Das ist heftig. Darauf erstmal einen Schluck und ein bisschen Gewitter. So, was sagt uns die Map denn als nächstes? Ich würde ja mal gerne wissen, ob die Punkte, diese pulsierenden Punkte auf der Map, weggehen, wenn man sie, also wenn man da war quasi, weißt du, ich meine? Wenn man das gemacht hat, weshalb die Punkte da sind, so ungefähr. Aber ich weiß nicht, ob wir das jemals rausfinden werden. Man kann natürlich auch sein, dass sie einfach bleiben. Ich weiß es nicht. So, und völlig planlos, wie ihr das von mir gewohnt seid, ziehen wir einfach mal los. Gucken, was das Game sagt. Ja, mich würde halt echt interessieren, ob so bei... Also, ob wir allgemein jetzt so außerhalb dieser... außerhalb dieser Punkte oder von den Ausrufezeichen... irgendwelche Sehenswürdigkeiten entdecken können. Halt wie zum Beispiel so ein Zeltlager oder sowas, weißt du? Also so Kannibalencamps auf jeden Fall, weil das haben wir in der letzten Folge schon. Wow! Alter, du bist ein Elch! Ich dachte, ihr seid Fabelwesen, ey. Boah, kannst du die erlegen oder was? Erstmal in den Arsch geboxt. Nochmal. Gott sei Dank ist das kein Pferd und tritt nach hinten aus, ey. Jetzt fängt er erst an zu ringen. Hier gibt's Elche. Oh, ist das schön. Und ich habe direkt versucht, sie umzubringen. Guck mal, ach, der... Ach, was? Wieso ist der tot? Der ist tot. Aber dann ist er erst gestorben, nachdem wir den geschlagen haben. Also kann der offensichtlich auch sterben von Dingens. Oh, wir haben Fell. Tier heute. Warte mal. Boah, das will ich jetzt mal eben gucken. Weil wir haben bis jetzt... Ich habe bis jetzt noch kein einziges Fell gehabt. Hier ist Fell. Tierhaut. Tierhautrüstung. Machen wir mal. 2 Tierhäute, 1 Klorf. Direkt anlegen den Bums. Es gibt einen orangenen Balken unten. Oh, und hier haben wir eine Menge Fleisch. Ja, Mann, der droppt richtig. Boah, da war auch ein 200 Kilo Ochse, ey. Weil, wisst ihr, was das Ding ist? Wenn ich jetzt hier so in den Wald reinlaufe, ich werde nie wieder zurückfinden. Obwohl, also klar, auf der Map ist das jetzt noch sichtbar, aber sobald wir ein Stück weiter drin sind, sobald ich die Küste dann nicht mehr sehe, kann hier alles passieren. Warte, hier sind noch mehr. Hallo. Oh,
Die können mich ja doch irgendwie so ein bisschen weghauen. Aber macht nicht viel. Also hat jetzt keinen Schaden gemacht, ne? Hier ist ja voll die geile Lichtung. Mich würde jetzt noch interessieren, wenn wir den nächsten sehen, versuchen wir mal einen Headshot mit dem Speer. Ob die dann down sind. Waren wir hier schon? Bei dem? Ja, ne, oder? Ja, waren wir schon, glaube ich. Aber vielleicht ist irgendwas neu gespawnt, deshalb können wir nochmal hin. Da waren, glaube ich, die Golfkarts. Vielleicht ist der... Also ich meine, da lag ein Seil. Vielleicht ist das neu gespawnt. Okay. Waren hier nicht die Golfkarts? Doch, okay, wir kamen aus einer anderen Richtung. Ja. Spasti, ey. Lacht doch nicht so. Wie geil wäre das eigentlich, wenn man die fahren könnte? Sagen wir ehrlich. Das wäre so cool. So, am Anfang lag hier auf jeden Fall irgendwo ein Seil. Ziemlich offensichtlich, weil ich bin nicht sofort vorbeigerannt. Ja, von nach Hause, ehrlich. Oder vielleicht macht das halt auch Sinn, den Wegen nachzulaufen. Wir laufen mal den Wegen nach. Gucken, was passiert. Da, oh. Hey, hey, hey. Beruhigt euch, beruhigt euch. Zwei. Headshot. Er läuft. Ach, das erste Vieh war so träge, was wir gesehen haben. Das war wahrscheinlich der Gottfaser von den allen, ey. Der war schon 107 Jahre alt. Na, scheiße, egal. Wir laufen mal den Weg weiter entlang hier. Immer Augen so ein bisschen offen halten. Kann halt immer irgendwie was sein. Ich kann das Game überhaupt nicht einschätzen. Überhaupt gar nicht. Aber der Elch hat uns keinen Schaden gemacht. Das ist definitiv gut zu wissen. Doch, er hat uns Schaden gemacht. Nämlich die Tierhautrüstung ist sofort wieder weg. Verdammt, ich Vollidiot, ey. Hab ich gar nicht gesehen. Ey, beruhigt euch. Junge, du bist doch ein Arsch, ey. Dreh dich doch nicht mehr deinen Arsch zu mir. Brombeeren. Brombeeren sind giftig? Ach nee, da war Fragezeichen. Ey. Ich dachte irgendwie roter Smiley. Wo ist das Vieh jetzt? Da. Ach, du bist ja... Wieso haben Tiere so gute Instinkte, Mann? Das ist ja völlig... Völlig unförderlich für das Game. So, komm ran. Ja, in den Hals. In die Kehle rein. Aber juckt ihn wenig. Hauptsache, ich habe den Speer wieder aufgehoben. Ja, ein bisschen Schaden gekriegt, das ist aber nicht schlimm. Ah, genau, so was meine ich nämlich. Oh, hallo. Der Speer geht, glaube ich, viel schneller zu schlagen. Also, damit kommt man, glaube ich, weiter. Guck mal, genau so was. Ist nicht markiert. Hier läuft geile Mucke. Machen wir auch nicht Scheiß. Energy Drink, Kisten. Ja. Ja, 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 ja. Ach, weil ich die Mucke ausgemacht habe, warte, ich mach wieder an. Also, wer würde jetzt bitte nicht hingehen und sich diese Liegen einpacken? Schön für den Strand, ey. Also, du bist komplett blind, oder? Geiler Track. Din. Wieso nimmt ihr nicht die Champagnerflaschen mit, Mann? Komm her. Dance. Dance, Bitch. Ja, nicer Move. Ich fühle die Musik richtig, ehrlich. Ist geil. Oh, ein Vogel. Die chillt einfach, die lebt fernab vom Stamm. Warum? Weil die geile Mucke hören will. Geil. Okay. Beruhigt euch, wir gehen weiter. Din, 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 din. Din, 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 din. Muss auch erstmal produzieren, den Shit. Oh, was ein schöner See, Mann. Was ein schöner See, die stimmt mir zu. Den will ich auf jeden Fall die nächsten 3 Tage safe im Kopf haben. Der sieht mich. Aber kriegt mich nicht. Ja, kletter mal den Baum hoch, Junge.
Da hinten ist geile Mucke. Geh mal hin, da ist Party, ey. Verflucht schöner Pfad. Oh, ich höre wieder Mucke. Ich glaube, da war die aber von hinten noch irgendwie, weil ich mich kurz zur Seite gedreht habe. What do we have here? A gigantic Felswand. Ach, halt doch dein Maul, ey. Ich dachte, du bist kurzsichtig, ey. Ich dachte, der hat mich nicht gesehen, Mann. Kriegen wir den? Ich höre schon wieder Mucke. Na, ich will mich nicht im Weg stellen. Da macht der wieder nur Schaden, ey. Din, 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 din. Din, 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 din. Brombeeren? Achso, ja, wir sollten eigentlich... Warte mal, ich teste die mal. Also, wenn wir nochmal Brombeer finden, dann teste ich die mal. Weil, selbst wenn da ein Fragezeichen ist, man sollte die einmal testen. Um zu gucken, ob die jetzt schlecht für einen sind oder gut sind. Guck mal, da hinten auf der Map, ne? Da ist so ein kleiner, süßer See, ey. Der ist sehr interessant. Junge, wie geil, dass es hier so Elche gibt. Ey, sei mal ehrlich. So, hier sind Brombeeren, glaube ich. Ah, ne. Was ist das hier? Doch, Brombeeren. Zieh mal rein, die Scheiße. Okay, ich glaube, wir haben keinen Schaden bekommen, also das ist für mich ein gutes Zeichen. Alter, ich werde in diesem Game wahrscheinlich 3 Millionen Bases bauen, ne? Weil es gibt so viele heftige Spots, ey. Und wir weichen jetzt mal vom Pfad ab und gehen hier an die Küste. Ja, Alter, okay. Da hinten ist ein Dicker. Da hinten ist ein Dicker. Der ist scheiße. Wie immer. Machen wir wie immer. Looten und durch. Mahlzeit. Ich will euch nur die Sachen klauen, keine Sorge. Ihr habt nichts von mir zu befürchten. Ja, Mann, Seil, geil. Geil, Cloth. Ich will nur hoffen, dass der Dicke nicht so schnell kommt. Was haben die denn hier, Alter? Macht noch nichts. Ich bin noch nicht durch. Ich bin noch... Ah, die kann man auch so öffnen, indem man gegenschlägt. So. Ja, war schön bei euch. Haut rein. Wir gehen durch zur Küste. Wir gucken mal an der Küste. Din, 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 din. Also ich glaube, wir haben aber jetzt tatsächlich schon ein paar Seile. Warte mal. Es wäre langsam ratsam, Knochen zu looten. Oh, guck mal da hinten. Oh, da will ich hin. Wie kommen wir hier ein bisschen runter? Alter, was ist das für eine Wand? Ich will nicht sterben, deshalb... So, also normalerweise würde ich jetzt risken, als Pro-Gamer, der ich nun mal bin, hier irgendwo runter zu springen und mich runter zu glitschen, aber nicht, wenn der Spielstand auf dem Spiel steht. Ja, also Rüstung kann man machen, indem man Seile... Also früher brauchte man nur Knochen und Cloth, also Stoff. Stoff hast du relativ oft gefunden, also hattest du quasi... Oh, geil, ein geiles Lager. Unendlich Rüstung. Das ist hier nicht so, nicht ganz so einfach, weil man braucht halt Seile, ey. Und früher waren Seile echt selten. Vor allen Dingen, du konntest halt immer nur drei tragen, glaube ich, meine ich. Und hier sind vielleicht mehr... Dadurch, dass man es für Rüstung halt braucht, alternativ zum Cloth, weil von Cloth konntest du früher, also Stoff, Cloth ist Stoff, konntest du früher unendlich viel tragen. So, da sind sie wieder. Warte mal hier, einmal essen. Lachsbeersamen. Ja, nimm da mit, ne? Entweder hast du einen Magen wie ein Bär oder die waren auch gut. So, was haben wir denn hier? War als eine schöne Statue habt ihr da stehen, ehrlich. Macht nix, ich will nur klauen. Wir haben wieder ein Seil. Geil. Dun, 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 dun. Der hat richtig Bock auf mich. Da sind noch Kisten und es wird schon wieder dunkel. Ich würde sagen, wir laufen dann direkt wieder an die Küste zurück. Was ist los? Wir haben keinen großen, deshalb habe ich immer ein bisschen größere Fresse.
So, der ist schon mal tot. Okay, ich bin nicht bereit dafür. Was hat denn hier? Schildkröten. Eier! Und wir haben die Hoden von den Schildkröten. Kann man die essen oder was? Ne, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will erst. Ohne Scheiß, ich will. Guck mal, wie viel wir jetzt verloren haben. Wir haben nur eine Hälfte Energie. Und der hat uns einen Hit gegeben. Okay, wir hatten den. Wir hatten den Tackle von dem Elch drin. Aber trotzdem. Die machen nämlich nicht wenig Schaden. Und ich werde hier nicht riskieren, auf dem Spielstand zu sterben. Ehrlich. Ist halt echt auch irgendwie nachteilig, den Speer als Primärwaffe zu nehmen. Jetzt wird natürlich wieder dunkel, ihr seht schwarz, alles klar, aber ich kenne den Weg auch ohne Map. Weil mit dem Speer kannst du dich blocken. Normalerweise ist Rechtsklick blocken, aber dann macht er halt den Wurfmodus beim Speer. Deswegen ist das ein bisschen unvorteilhaft. Din, din. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Oh, guck mal, ey, das ist gar nicht so weit von uns weg. Hier kann man immer looten gehen. Armbrustpfeil, Kohlefaserpfeil. Hier kann man speichern. Crunchy Wunchies haben wir gefunden. Klebeband. Kleiner Stein, wichtig. Ramennudeln, oh geil. Was ist das denn? Schrotflintenaufsatz. Okay. Die Schrotflinte hätte mich jetzt mehr beeindruckt, aber... Was haben wir hier noch? Steine? Was ist das? Okay, Plane. Ja, scheiß drauf. Wir rennen erstmal wieder zurück. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas noch lagern könnten, was wir vielleicht im Inventar haben, was jetzt nicht so der... Weißt du, was ich meine? Was wir im Inventar haben, was wir öfter brauchen und was wir vielleicht lagern können. So was wie, also damit wir das Inventar nicht voll haben. Mein Gott, das war jetzt ein langer Weg, aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube aber, das ist nicht so wie in Teil 1 konnte man halt so Regale bauen und die füllen so langsam mit Medizin und so. Zum Beispiel würde ich jetzt halt 5-mal die Medizin da rein tun. Oh, guck mal, hier liegen Wale, ey. Orcas. Igitt. Aber bedeck dich mal, ey, das ist ja furchtbar. Und also in Teil 1 konnte man Regale bauen und da dann halt so Medizin und so reintun. Damit halt, wenn wir jetzt auf Expedition gehen, nicht das Inventar sofort mit Medizin voll ist. Also ich bin am Überlegen, weil irgendwie fällt mir gerade auf, wenn man so auf Expedition ist, geht voll wenig Zeit um. Erst 18 Minuten. Vom Gefühl her spiele ich schon wieder 50 hier für die Folge. Ja, wie wir dann weiter vorgehen, weil wir haben jetzt erstmal im Prinzip alle in der Nähe liegenden Points of Interest abgeklappert. Oh Gott, sind da Gegner oder ist das der Kelvin? Ich hoffe, dass der. Ich glaube, das ist der Kelvin. Der macht die Behälter voll. Und also die Höhle. Die da war, ja, könnt ihr euch dran erinnern, da wo ihr so geschrien habt. Die war eigentlich gar nicht, also die war machbar, glaube ich, ey. So, wir sind wieder at home, home sweet home. Der hat die Behälter hier schön voll gemacht, also das heißt die Behälter, den Behälter, den Stockbehälter. Ja, wir haben mitten in der Nacht, wir pennen mal eben. Und weil, wie schwer kann das sein, die Höhle jetzt durchzukriegen? Das größte Problem, was wir eigentlich hatten, war ja, dass ich, also dass ihr gepanickt habt und ich dann halt einfach straight durchgerannt sind. Und dadurch haben sich natürlich unheimlich viele Viecher in unserem Rücken gesammelt. Aber wenn ihr euch halt beruhigt, dann können wir vielleicht nach und nach die einfach wegsnacken. Weil ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, die haben erstmal keine Augen. Also die ersten, die da waren, die haben keine Augen. Oh, wir haben eine Menge Fleisch mitgebracht. Von dem Elch hier, zack. Genau, so was meine ich. Mich hier auffüllen, damit wir das auf Expedition wieder neu sammeln können. Aber wir haben auch richtig viel aufgesammelt. Guck mal, wir haben Wodka. Das ist schon mal geil, weil jetzt können wir Molotow-Cocktails machen. Warte mal, was ist mit Federn eigentlich? Gucken wir mal, ob schon welche gekommen sind. Da, siehst du, was meine ich nämlich. Hier liegen schon 5, 10, 14,
19. Easy. Voll geil. Also hier kommen sehr, sehr schnell Federn. Dann können wir nämlich ein paar Pfeile machen. Ich weiß nicht, wie man Brandpfeile macht. Steinpfeile. Wir können halt Steinpfeile machen. Die werden wahrscheinlich überhaupt gar keinen Schaden machen. So, aber machen wir mal zwei Paar von. Also ich glaube, das sind insgesamt 10 bei dem Game. Früher waren es 6. Ne, 4 sind das sogar noch. Guck mal. Also pro, wenn du einen machst, dann sind halt 4 Pfeile. So, und ich glaube, im Sinne der Story sollte man diese Dinger hier machen, die der immer mit einem Ausrufezeichen anzeigt. Würde ich jetzt mal fast sagen wollen. Weil man muss ja im Prinzip so primitiv denken wie das Spiel. Und da geht es im Prinzip ja nur nach Fortschritt, beziehungsweise dass man eben so nach und nach die Sachen dann abfertigt und die Errungenschaften quasi mehr oder weniger dafür kriegt, diese Meilensteine immer halt, dass du eine Fackel machst, dass du handgefertigte Keule machst und vielleicht triggert das die nächsten Baupläne, weißt du, so denke ich jetzt. Also was wir auf jeden Fall machen, ist ein Molotow. Oder 2 oder 3. So. Machen wir noch einen. Komm, wir haben dann noch eine Pulle Alkohol. Die ist für schlechte Zeiten. Was haben wir noch? Knochenrüstung. Genau, Knochenrüstung. Ah, ich habe ja ein paar Knochen. Ja, Mann, ich habe ja welche gelootet, ey. So, dann können wir schon mal einen Teil Knochenrüstung machen. Ich gehe davon aus, die Knochenrüstung hält mehr als die Tierhautrüstung. Also früher war es auf jeden Fall so, die Knochenrüstung. Also im ersten Teil war, glaube ich, die Knochenrüstung die zweitschlechteste. Die beste war die Mutantenrüstung. Und danach kam halt Blätterrüstung. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Tierhautrüstung gab. Ich überlege gerade. Ich glaube, gab es gar nicht. Oder Echsenhautrüstung, also so Amphibienrüstung, irgendwie sowas. Gab's, glaube ich, auch. So, pass auf. Was haben wir alles gelootet? Leiterplatte, wir haben hier Munition, Rahmennudeln. Alter, geil. Können wir mit uns richtig schöne Asia-Pfanne machen. Schildkrötenei. Kann man offensichtlich nichts mitmachen. Konserven haben wir. Oh, Lederbeutel. Das ist gut. Das finde ich richtig geil an dem Game. Gab's früher nicht. Jetzt gibt's halt diese Lederbeutel, die sind im Prinzip Lootbeutel, ja. Also der Loot, der da drin ist, ist zufällig generiert, gehe ich mal von aus. Und bei manchen Gegnern fällt halt mal so ein Lootbeutel. Wir haben die jetzt, glaube ich, in den Lager gefunden. Oder in den Lagern. Guck mal, Alter, Müsli. Crunchy Wunchies. Boah, jetzt müssen wir nur noch Milch finden. Dann können wir Crunchy Wunchies in die Milch machen, die Crunchy Wunchies rausessen und dann die geile Milch trinken, die richtig nach dem Zeug schmeckt. Wir haben eine Menge Leuchtfackeln, Münzen. Können wir in die Spilo gehen mit Knollenblätterpilz. Und wir haben eine Armbanduhr. Ich hoffe, das ist eine Rolex. Und dann können wir die gut auf eBay verkaufen, ey. Ja, und ansonsten, wir haben hier, ich weiß ja nicht, was das ist, Seilrutschenseil. Ja gut, wahrscheinlich, also erklärt sich irgendwie von selber, ne? Wieso ist hier ein kaputtes Ei? Was ist das denn? Alter! Was? Nein! Nein! Hat er gesehen? Das ist jetzt weg. Ein Ei ist ausgebrochen. Also da ist eine kleine Schildkröte rausgekommen. Hätte ich ja jetzt mega geil gefunden, wenn die jetzt hier so gespawnt wäre. Du hättest sie halt erlegen können und hättest das Fleisch. Oder wenn die halt, also reicht mir schon, wenn die gespawnt wäre. Aber die ist hier halt hier gespawnt im Inventar. Total geil. So, wir haben Batterien. C4. Noch was Interessantes. Ne? Weißt du, was auch gut wäre? Aloe Vera. Wenn wir das finden könnten. Das wäre auch geil. Oh, warte mal, wir essen nochmal eben was. Wir nehmen Medizin. Ja, wir brauchen Aloe Vera, weil ich habe jetzt keinen Bock für jeden scheiß Fitzelchen HP, der mir fehlt, Medizin rauszuhauen, weil die macht immer komplett voll. Aloe Vera macht halt, wenn er mit entsprechenden Kräutern mischt, dann macht das irgendwie immer nur so ein Stück voll. Was ist das denn hier? Also Feuerzeug. Pass auf, ess nochmal was. Iss. Kelvin, hast du nicht langsam eigentlich die Stockbehälter voll, oder was? Ja, der schmeißt die schon hin. Achso, wenn die voll sind, schmeißt er die hin. Okay, muss ich auch nicht. Ja, ey, weil du es bist, brauche ich dir hier nur einen hin.
Aber nur weil du da bist. Machen wir rechts oder links? Naja, wollen wir hier nehmen. Gehst du auch mal näher da dran, oder was? Okay, du bist frech. Du bist mir nicht so sympathisch, mein Freund. Ja, näher geht nicht. Da drüben steht er definitiv näher drin. Naja. So, dann lass ihn mal voll machen. Allem, was wir haben. So, Kelvin. Ja, der sammelt weiter Stücke. Ich würde mal schätzen, der würde die jetzt einfach nur daneben droppen weiterhin. Wir haben nicht mehr so viel Zeit in der Folge. Ich versuche mal aus dem Kopf raus ein Cunnycam zu finden. Nochmal für ein bisschen Loot. Vielleicht, je nachdem, was für Gegner da sind, werde ich da ein paar wegmachen. Die verbrennen wegen Knochen. Weil wir haben echt viel Seil gefunden schon. Das überrascht mich. Das haben wir im Stream nicht. Also im Stream habe ich ja ungefähr 20 Spielstunden mehr als in dem Let's Play Spielstand hier. Und aber ich meine, da war ich halt nur an den gleichen Orten unterwegs, ne? Da bist du halt nur Dinge sammeln gegangen. Und wir kriegen Herbst, Leute. Ja, Mann, wir kommen gerade in den Genuss von dem von den wechselnden Jahreszeiten. Was heißt Genuss? Jetzt gerade ist das ein Genuss, weil Winter finde ich nicht so geil. Weil wie no! Da hast du halt, also im Winter hast du halt immer das Problem mit nass und kalt sein. Guck mal, hier tummeln sich viele rum. Wir müssten hier so ungefähr... Was ist denn mit dir, Junge? Hast du... Bist du nicht assigned oder was? Hast keinen Job gerade? Geh mal irgendwo Scheiße schippen oder so in deinen Stamm, ey. Und ich glaube fast, wenn wir jetzt nur einmal pennen, dann ist schon Winter. Oder? Keine Ahnung. Aber sieht dann einfach schön aus, Mann. Sieht dann einfach richtig schön aus. Es ist so glaubwürdig rübergebracht in dem Game. Definitiv die beste Darstellung in einem Survival-Game. Auf jeden Fall. Und auf der Minimap sehen wir nur noch grün. Ich mach mal hier die Map auf. Ah, okay. Da ist ein Punkt. Vielleicht schaffen wir den noch. Ja, komm, können wir schaffen in der Folge. Easy. Wenn der Typ nicht wieder seine üble Raucherlunge hier raushängen lassen würde... Da hinten ist wieder so ein Alter am Gackern. Ich bin so froh, dass die Spinnen hier nichts machen. Boah, Mann, wer Green Hell gespielt hat, der weiß, dass Spinnen einfach so ekelhaft sind. In so einem Game. Weil du siehst sie nicht. Du siehst sie. Also du würdest eine Spinne in echt ja kaum sehen. Und das haben sie in Green Hell leider sehr glaubwürdig rübergebracht. Da trittst du halt mal auf eine scheiß Spinne drauf und bist vergiftet. Und dann kannst du erstmal gucken, ne? Erstmal Arzt aufsuchen, Termin machen und so. Und darauf habe ich natürlich hier wenig Bock. Da ist schon wieder so eine. So, wir sind auf jeden Fall dabei, die nächste Sehenswürdigkeit hier zu entdecken. Also zumindest der Punkt. Ich sehe hier wieder Golfkarts. Okay, das ist aber auf jeden Fall ein anderer Punkt hier. Oh, verdammt nochmal, hier ist eine Höhle. Was kann ich euch Gutes tun? Okay, du bist alleine. Ich gehe jetzt wieder in die Höhle rein. Ja. Seid vorbereitet. Nicht, dass ihr mir wieder hier ins Ohr brüllt, ey. Ist ja furchtbar. Oh mein Gott, ey. Ich meine, die Höhlen hätte es ja auch noch dunkler machen können. Warum auch nicht? Oh Gott, jetzt geht hier erstmal so ein ewig langer Scheißgang runter, oder was? Ich höre Schritte. Danke. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Food and Dining. Das ist sowas wie... Nein. Alter! Es ist so ein Vorratsbunker. Was? Halt dein Maul. Ich dachte, da wären alle Seile. Verdammt, das sind irgendwelche scheiß Kabel. Crunchies, natürlich. Austern. Fleisch, Energieriegel. Keycard haben wir nicht. Ne, haben wir nicht. Alkohol kann ich nicht mitnehmen. Er lässt das alles wieder... Ah, warte, guck mal, hier liegt was. Was ist das? E-Mail. Thought you might find this interesting. Thought you might find this interesting. We are calling it Artifact 1. Might be related to that cube you guys found. Oh.
Artefakt, also es scheint wieder wie im ersten Teil. Im ersten Teil gab es ein Artefakt, da konntest du, du hattest am Ende zwei Enden. Du konntest entweder deinen Sohn leben lassen oder ihn sterben lassen. Und wenn du ihn sterben lassen hast, hast du ein Artefakt gekriegt und quasi den Spielstand auf der Insel weitergespielt. Und das Artefakt hat dafür gesorgt, dass du da, du konntest die Farben verstellen. Und wenn du das Blau hattest, dann war das Defense Mode quasi, dann kamen keine Gegner ran und du konntest in Ruhe bauen beispielsweise. Oder du konntest es auf Rot stellen und dann kamen nur Gegner ran. Also gibt's hier wohl irgendwie auch so was. To the cube you guys found. Okay. Wie kann ich da wegmachen? So. Ja. Ja, danke. Nimm wieder die Achse irgendwie in der Hand. Do not leave freezer door open. Ja, da hat sich einer nicht dran gehalten. Da kann ich euch sagen. Okay, also hier ist der Kühlraum. Steakstück. Speckstück. Krank, Mann, hier ist ein Vor. Also wir brauchen hier eine Keycard. Was ist das hier? Do not leave the freezer door open. Ja, da hängen einfach drei Stück davon. Die ist trotzdem einer nicht dran gehalten. Also hier brauchen wir eine Keycard. Ja. Steakstück. Gehirnstück, ja. Okay. Habe ich zwar genug. Aber wir nehmen mal mit. Was ist das hier? Food for tonight's event only. Die haben hier Events geschmissen. Hier haben wir noch einen Bolzen, Armbrustbolzen. No, sonst ist hier nichts mehr, ehrlich jetzt? Ernsthaft? Sonst ist hier nichts mehr. Okay. Also man hört links. Ich hoffe, man hört das auf Aufnahme. Man hört links irgendwie einen Motor laufen oder so. Wir gehen mal wieder hoch. Also raus. Wenn jetzt auf dem Rückweg Gegner da sind, quitte ich sofort das Spiel. Das wär frech. Das wäre einfach zu frech. Okay, krass. Ja, wir sind jetzt direkt wieder am Ausgang. Ich würde mir gerne hier einen Marker hinsetzen. Geht das? Ich weiß es nicht. Weil, also hier ist halt auch sehr gut für Ressourcen, die immer wieder einzusammeln, weil die respawnen ja. Aber vor allem für die Keycard. Überleg mal, ich finde irgendwann eine scheiß Keycard, will hier wieder hinlaufen und dann verbringen wir erstmal 17 Folgen damit, die scheiß Eingang wieder zu finden. Ich kann nicht einen Marker setzen oder so, ne? Ja, also das ist jetzt eure Aufgabe. Merkt euch das mal bitte, ja? Weil ich kann mir ja nur nicht alles merken. Also ich glaube, hier gehen wir zurück, oder? Ne, warte mal, da zum K. Okay, da kann man sich aber eigentlich easy merken. Vom K, wenn wir jetzt einfach mal uns von unserer Base auf den Flusslauf richten und quasi jetzt, weil wir haben ja keinen Norden, auf der Map ist noch nicht mal Norden, dann nehmen wir einfach den Flusslauf als Norden, straight, und dann ist das im Osten. Und dann sollten wir eigentlich, also dann dürfen wir nicht verfehlen. Oh, guck mal hier. Oh, da ist ein Dicker. Scheiße. Warte, komm. YOLO. Nochmal ein Seil, Alter. Geil, Mann. Man findet hier so viele Seile. Hallo. Keine Sorge. Oh, der Dicke kommt. Nee, vor dem. Oh, nee. Der geht nicht. Der geht echt nicht klar. Der geht. Was habt ihr denn hier? Oh, der Schädel sind das da. Eier 3000. Zack. Nein! Egal. Wir laufen. Nee, der Dicke geht nicht klar, Mann. Da habe ich echt zu viel Schiss. Boah, ich will nicht, Leute, ehrlich jetzt, ich nehme das sehr ernst. Ich will hier nicht neu laden. Also in den ersten Folgen ist vielleicht zum Vorschein gekommen, dass ich hier immer dann einfach neu lade, nicht neu lade, immer einfach neu anfange oder so. Aber wir müssen halt auch mal Fortschritt erzielen. Und wenn wir halt immer eine neue Base bauen müssen, dann ist halt komplett scheiße, ne? Dann kriegen wir keinen Fortschritt. Und deshalb, und wenn wir halt sterben, ich fange neu an. Knallhart. Und wenn wir bei Folge 50 sterben, dann bauen wir uns eine kleine neue Base und müssen, ich gehe mal davon aus, wir müssen den Kampagnenfortschritt wieder neu machen. Gehe ich stark von aus, ja. Glaube nicht, dass der bleibt, wenn du dann halt schon so Dokumente oder so gefunden hast, weißt du, oder die Keycard. Ne, ich glaube nicht, dass die im Inventar bleibt. Obwohl doch. Weil man kann ja den Rucksack dann wieder aufsammeln.
Nee, da, nee, Rucksack aufsammeln ist ja. Nee, sorry. Rucksack aufsammeln ist ja nur, wenn du stirbst und du respawnst halt, ne? Also irgendwo im See oder so oder in einem Cunny-Camp, wie wir das auch schon mal hatten. Aber wenn halt hier der Screen kommt mit, ja, du bist tot und du hast so und so viele Tage survived, dann ist Ende. Dann ist Ende. Dann müssen wir, glaube ich, wieder neu anfangen. Was heißt, glaube ich? Sehr safe, würde ich doch mal sagen. So, wir sind aber schon wieder zu Hause. Geil. Junge, also ich bin sehr froh zu wissen, dass es doch Ziele gibt oder doch Dinge gibt zu entdecken über die Ausrufezeichen und die pulsierenden Punkte hinaus auf der Karte. Freut mich sehr, vor allen Dingen. Und die Punkte, die scheinen sich ja zu wechseln. Also ich habe jetzt noch nie explizit darauf geachtet, aber ich glaube, die wechseln. Und dann kommen neue oder vielleicht kommen halt einfach mit der Zeit neue. Ich weiß es nicht. So, Leute, wir haben aber dann schon wieder die Folge durch. Ich hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und so werden wahrscheinlich die nächsten Folgen tendenziell aussehen, weil so sieht halt aus, wenn wir, ich sag mal halt entdecken, ne? Danke, dass ihr da wart. Ich wünsche euch nur das Beste und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Macht euch gut. Bis dahin.